Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die 2 vom Bau zusammen mit dem Toxic Zockt, a.k.a. Bodo Bagger. Servus miteinander. Also, ich weiß nicht, was du anders da magst als ich. Ich hab echt keinen Platz mit Jimmy. Ich bin halt schnell, weißt du. Häng da jedes Mal hinterher mit dem Dreck betonieren da. Scheiß doch. Ich glaube, wenn man das jetzt mal so außerhalb des Spiels, ich glaube aber viel macht tatsächlich der Joystick aus. Du scheiß doch, gib's doch zu. Wenn du dort wirklich die Möglichkeit hast, sag ich mal, das wirklich so fein zu steuern, was du ja mit der Tastatur eigentlich nicht kannst mit der normalen. Es sei denn, du hast eine Hyper-Gaming-Tastatur, die dann eben ja nicht nur erkennt, ob du die Taste gedrückt hast, sondern auch, wo die sich gerade befindet, weißt du? Das gibt's ja auch noch. Ja, habe ich aber nicht. Die du dann so gezielt steuern kannst. Ich glaube, das macht eine Menge aus. Ja, möglich. Möglich. Und dieser Joystick ja auch, du hast halt ja alles in einem irgendwie. Und du hast ja auch so gewisse, ich hätte fast gesagt, Widerstände oder Hallsensoren, die du eben ja natürlich sehr gezielt dann auch steuern kannst. Ja. Das merkst du ja schon, wenn du fahren sollst. Na gut, das ist jetzt, du fährst nicht mit Lenkrad, aber da ist es ja im Prinzip dasselbe, wenn wir diese Sachen so schön auf dem Tieflader getürmt haben. Mhm. Dass du das ja im Prinzip überhaupt nicht fahren kannst. Nee, kaum. Also ja, wirklich. Weil eben Tastatur kennt nur zwei Zustände. Entweder ich bin gedrückt oder eben nicht. Ja, entweder Vollgas oder gar kein Gas. Richtig. Und du hast halt beim Gaspedal die Möglichkeit, eben auch wirklich Schritttempo zu fahren. Ja. Ich glaube, das macht eine Menge aus. Und das wird hier auch beim Gießen so der Fall sein. Es fällt halt auf, weißt, dass ein Unterschied von über 30%, ja. Obwohl wir gleichzeitig angefangen haben. Ja. Ja, man merkt halt doch einen deutlichen Unterschied zwischen. Ja, du wolltest dir das Ding ja auch mal holen, ne? Diesen Sim-Task. Ja, aber den habe ich ja dann nicht bekommen. Der war ja dann ewig ausverkauft. Und mittlerweile gibt's. Und wenn es den bekommen hätte, ist dann zum dreifachen Preis, wo ich mir dann gedacht habe, nee, also auf diese Abzocke lasse ich mir jetzt ohne rein. Mittlerweile gibt es ihn wieder, 89 Euro. Ja gut, 89 Euro, das ist ein normaler Preis, ja. Aber keine 210 Euro. Nein, das ist richtig. Bloß weil er ausverkauft war. Also. Wahrscheinlich auch direkt bei Trustmaster kaufen. Nee, das ist halt dann schon irgendwo meiner Meinung nach Abzocke. Ja, natürlich. So quasi, naja, ich habe jetzt nur 3 Controller, aber weil der ausverkauft ist und die Nachfrage so hoch ist, kostet er halt eben mal das Dreifache, weil ich will mit dumm und dämlich damit verdienen. Also und nach dem Motto, du willst einen Controller, ich habe einen, bezahl ihn. Ja, genau. So, ich glaube, wir müssen fertig, wenn die holen, oder? Kann das sein? Oh ja, was? 45 Stück? Du Scheiße. Ja. Aber die kannst du direkt aufladen da beim Ding. Da brauchst du nicht mit dem Kran an dir. Ja, das stimmt. Aber trotzdem muss ja irgendeiner hier fahren. Ja. Willst du oder soll ich? Ich glaube, wir müssten zu zweit fahren. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt gleich mal den LKW schnappen und dahin tickern. Genau. Ich stelle hier die Metallbauteile im Moment mal hin. Dann gucken wir mal. Ich muss ja noch 3 Pakete hier hinliefern. 45 Wände, wie viel sind denn drin in so einem Paket? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viele Pakete das werden und überhaupt. 10T-Wände, ja. Aber übrigens, Sie sehen hier bei uns in der Gegend, die haben ja den einen Aldi abgerissen, damit kommt ja neuer hin. Da ist ja sehr viel Holz und also eigentlich alles Holz. Zwar Beton und runter, aber diese ganzen Wände, das ist hier auch, wie heißt denn das Zeug da? MDF? Ja, das ist diese Schnell- oder Trockenbauweise, ne? Leimholz und so weiter und so fort, ja. Brennt gut, wenn's brennt. Na, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du hier Freundship kennst auf YouTube, den Kanal. Ja,
hat ja vor ein paar Jahren auch eine Halle gebaut in Holzbauweise, ne? Und der eben hat die Halle dahingestellt und hat gesagt, die hält tatsächlich länger bei einem Brand als eine Stahlhalle. Okay. Weil einfach diese Holzbalken, selbst wenn die von außen total verkohlt sind, bis der Kern weggegammelt ist, das dauert. Ey, die Premium-Loge hat 21 Pakete. Einer ständig fahren und der andere packt hier dieses Scheiß weg. Und du kriegst nur zwei Stück drauf. Boah. Na, das ist heftig. Aber sowas von. 21. Haben wir zwei Tieflader? Ja, wir haben zwei Tieflader. Damit das nicht zu langweilig wird, könnten wir wirklich zwei oder meinetwegen vier Paletten holen, dann die Wände erstmal hinstellen und so weiter. Und dann würden wir wahrscheinlich auch einen großen Rest zwischen den Folgen dann machen, wa? Ja, das müsstest du hier, weil ansonsten wirst du blöde. 21, leck mich. Schnappen wir mal am besten den zweiten. Wo ist der denn jetzt? Viermal. Was ist denn jetzt mit dem da hinten? Sag mal, ist der mit dir verkehrt? Mit wem? Ah, ich kann meinen LKW schon wieder nicht lenken, ey. Das geht mir schon wieder auf den Keks. So, einsteigen. Ah ja, das ist der zweite. Ach, der steht doch vor dem Stadion. Ah, okay. Ja. Dann mache ich da aber eine Schnellreise. Du bist beim... Ich bin jetzt quasi unterwegs und kämpfe mit dem LKW, weil der irgendwie am Rumfaxen ist. Wo ist denn diese blöde Fertigbaufirma? Oh nee, ohne Witz. So meint es nicht. Wo ist die Fertigbaufirma? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Ist doch die Fertigbaufirma, ne? Fertigwende, ja, bei uns an der Firma. Alter, da wirst du ja blöd. Also allein für den aktuellen Bauabschnitt waren es 11 Pakete. Dann kommt nochmal der Bauabschnitt mit 9 und nochmal einer mit einem Paket. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist auch nicht mehr feierlich. 19 sind hier noch. Mhm. Premium-Logen. Alter Schwede. Der mich da jetzt auch hin, wo ich hin muss. Ja. Also das ist absolut irre. Ja, vor allem, du kannst es nicht zur Baustelle liefern lassen. Ja, das ist ja das Nächste. Du musst es ja transportieren. Wir werden einen Teil jetzt machen und dann eben, bevor wir die letzte Wand dann davon gestellt haben, das sind ja irgendwie drei Bauabschnitte. Ja, ich glaube schon. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich meine, letztendlich werdet ihr irgendwann sehen, wie das Stadion aussieht. So, Steve Mertl ist unterwegs. Ich auch. Genau, unterwegs. Fast die Einfahrt verpasst. Mensch, Junge, gib Gas, das ist eine Autobahn. Alter.
den gleichen Laden. Im Zweifel kann ich auch, wenn wir jetzt so eine Folge fertig haben, kann ich ja diese Bauabschnitte dann noch offline fertigstellen. Ja. Einfach beim nächsten Mal kein Problem mit der Synchro. Und wir hätten den riesen Schritt, ich denke mal, das wird sich ja sowieso wiederholen. Ich denke. Allein für den aktuellen 11 Stück, das ist schon eine Hausnummer, die sich von und zuschreibt. Hey, dein Kran hängt aber sonst wo. Nö. Ja, doch, bei mir schon. Das heißt, wir haben wieder Synchro-Probleme. Ja, war mir klar. Das kennen wir, das Thema. Ja, das war mir klar. Ich sag jetzt mal hinter dir hergezogen. Nö. Der hing an der Seite dran, aber trotzdem. Ach Mensch. Ja, dann müssen wir das Ding, also den Bauabschnitt unbedingt noch fertig machen. Egal ja, wie. Wie gesagt, wir können ja jetzt anfangen und wenn du da nicht dabei bist, mache ich den Bauabschnitt halt fertig. Offline. Ja. Und dann kommst du ja beim nächsten Mal wieder rein. Wir haben ja die Synchronisierung. Ist ja nichts mehr, was irgendwo rumsteht oder so. Ja, dann ja geht's wieder. Sollte ja nicht das Thema. Dann geht's natürlich wieder, weil wenn ich jetzt schon höre, ey, dein Kran, dein Ladekran hängt sonst irgendwo am LKW, dann... Ja, der war nicht riffelig, irgendwie hängt der am Auspuff oder so, also schon an der Seite dran, weißt du? Achso, der wollte mal Abgase schnüffeln. Ja, der wollte weg. Nupper Gas, hat er sich gedacht. Nupper Gas. Aber dann wissen wir ja Bescheid, ne? Ja, ja. So, 5 Pakete werden es dann noch. Alles klar. Zwei Pakete sind schon da. Du hast 2 Pakete. Ich habe 2. Dann können wir die ja gleich noch verbauen und dann... Ja, das können wir dann. Können wir die schon auspacken? Entsichern. Okay. Die würden wir damit wahrscheinlich auch wieder Plattentango kriegen, wa? Ja, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe ja immer, dass das eben nicht so passiert, aber naja. So. Kann die wissen. Nee, das ist wohl wahr. Ah, das ist schon eine Hausnummer. 45 Wände, wow.
Na, dann sind wir ja da am Stadion. Dort ist Steve geparkt. Da parke ich jetzt hinten am Mobilkran, dann laden wir da ab. Stellen die Wände aufpasst. Eieieiei, bei dir ist aber die Zugmaschine auch 3 Meter vorm Auflieger. Oh, so krass mittlerweile, ja. Also deine Zugmaschine ist eher auf der Baustelle als der Auflieger. Das zappelt Ja. ganz schön, ja. Wunderbar. Wunderbar, das wollte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht hören, aber gut. Ist halt dann so. Ich würde sagen, wir stellen auch erstmal das, was wir hier haben. Was weg ist, ist Ja. weg. Genau. Das war jetzt eigentlich der Plan, ja. Sind aber auch nur 4 Wände pro Palette drin, ne? Richtig. Wollen wir mal anfangen. Schön Wände stellen. Ja, guck, dann haben wir hier haufenweise Wände. Ja, noch so viele Bauabschnitte kommen mit Wänden. Oh, wei, oh, wei, oh. Ja, das ist halt VIP-Loge, ne? Also mal jetzt sehen, wie man will. Leute, so wie wir. Ja, genau. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man die Dinger nicht zur Baustelle legen kann. Ja, finde ich auch sehr bescheiden. Weil das würde einiges an Fahrerei ersparen. Ja gut, man kann ja die Schnellreisen machen, aber das ist natürlich auch immer dann, ja gut, mit Kosten verbunden, aber die hätte ja bei dir auch. Ja, ob ich jetzt lieber Kosten zahle oder Schnellreisekosten zahle, ist eigentlich völlig Banane. Aber das ist ein, ne? Auftragsstatus hoch, ne? Absolut, ja, aber alles. Naja. Alles andere wäre ja irgendwo langweilig gewesen. Ja, wenn, dann müssen wir ordentlich was zu tun haben. Ja, das stimmt. Weil teilweise dann schon extrem finde, aber gut, ist halt so.
erste Tribüne da noch gibt, was das soll. Weil da passiert ja gar nichts. Ja, das ist das, was mich am meisten wundert. Tut sich schwer, hier Transportrahmen entsichern. Das dauert auch ewig und 3 Tage, bis er da anfängt. Ja, dann weiß der ja da schon Bescheid, ne? Ja. Ja, gut, ein paar Minuten haben wir noch, dann mache ich halt den Rest dann durch. Und ja, jetzt machen wir die 2 Rahmen bei dir noch leer, was du da hast. Ja. Ich meine, ich habe ja auch nur 2 Wände zum Stellen. Durch. Dann war es das eh schon wieder. Zweifel gibt es da noch mal eine Kurzfolge oder sowas, wo man sich den Bauabschnitt angucken kann. Aber ich denke mal, die meisten Platten sind hier eh drin. Man weiß schon, wo es hingehen wird. Ja, ich merke es jetzt auch mit der Kransteuerung. Fängt zum Ruckeln und zum Zuckeln an, wenn es den auf und ablässt. Ja, alles sehr verzögert. Ja. Es kann auch passieren, wenn wir nachher rausgehen, ich komme wieder rein, dass sie den ganzen Kram normal machen. Das hatte ich auch schon. Stimmt, ja, das hattest du auch schon mal. Ja, dann sind wir mal froh, dass wir jetzt noch nicht allzu viel Wände gestellt haben. Ja, gerade mal ja, 20 Stück knapp. Ich muss mal gucken, vielleicht hole ich den Rest gleich noch her, stell, pack die hier hin, dass wir den Bauabschnitt fertig haben auf jeden Fall. Dann müssen wir halt vielleicht mal, keine Ahnung, wenn du mal kurz Zeit hast, dass wir gucken, ob du synchronisieren kannst oder nicht. Und wenn ja, dann können wir ja irgendwann mal einen neuen Aufnahmetag machen und wenn nein, weiß ich, was ich in der Zwischenzeit zu tun habe. Ja. Also mal irgendwie für 5 Minuten am Wochenende oder sowas. Nur gucken, ob du synchronisieren kannst. Wenn ja, wie gesagt, ist gut. Dann können wir beim nächsten Mal weitermachen. Und wenn nein, ja, dann habe ich eine Menge zu tun. Ja. Bleibt die ganze Arbeit wieder an dir hängen. Kannst du wieder rummeckern. Dann mache ich diesen Bauabschnitt dann sowieso per se erstmal fertig. Meint es mit dem Holz schaut schon richtig stylisch aus. Ne? Ganz ehrlich, nichts dagegen sagen. Das hat irgendwas Ansprechendes. Also ich finde es zumindest so. Ja, Holz ist schon edel. Ist schon nice, ja. Von allem, dass hier so eine riesen Fly-Fläche ist. Na hier, direkt vor dir, da wo diese Stützen in der Mitte sind. Ja, wird wahrscheinlich auch wieder ein Dach rüber. Ja, Dach auf jeden Fall, aber du hast halt hier in der ersten Etage schon eine riesen Freifläche. Aber ja. Ja, ich finde das eigentlich schade, dass man in die Gebäude nicht reinkommt, wenn sie fertig sind. Das wäre nochmal richtig schön. Boah, das wäre. Aber ich denke mal, das haben sie bewusst so gemacht, dass sie es innen nicht ausbauen müssen. Ich bin ja mal gespannt, was beim Landwirtschaftssimulator, da hieß es ja beim letzten Mal, die Gebäude sind alle begehbar. Ja, das hat ja mächtig Kritik gegeben, dass das ja eben nicht der Fall war. Ob sie daran irgendwas ändern müssen. Und sagen, oh, das müssen wir jetzt aber da reinpacken. Glaube ich eher weniger, wenn ich ehrlich bin.
glaube ich da überhaupt nicht dran. Ich meine, es sind ja nun mal RP-Spieler am Werk. Das darf man ja nicht vergessen. Und ich glaube, ja, das ist auch, wenn du bei YouTube guckst, vielleicht auch ein Großteil. Und Gott, wenn ich rein blind auf, der bleibt eben draußen. Ja gut, aber wenn ich schon ankündige, dass alle Gebäude begehbar sind und dann stellst du da einfach so ein Farmhaus hin und du kommst nicht in das Farmhaus rein. Ja. Sondern du hast halt deinen Schlafträger außen. Ja, wunderbar, aber alles ist begehbar. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich sag ja, da wurde viel, man muss wirklich mal so sagen, es wurde viel gelogen. Es wurde viel falsch versprochen. Schon durch mit dieser Folge, weil wie gesagt Synchronisierungsprobleme. Dann hole ich die letzten Wände ran. Mhm. Ah ja, und dann mache ich genau, dann mache ich ja meine Folge zum Schluss noch, wenn ich die letzte Wand stelle, dass man mitbekommt, wie der Bauabschnitt dann aussieht, wenn er fertig ist. Ja, super. Dann ist er nicht ganz verloren. Kann ich dir natürlich auch dann drüber schicken, den Abschnitt. Ich weiß noch nicht wie, weil das sind ja ein paar Gigabyte. Na komm schon. Das ist dann ja eine halbe Minute oder ein paar Sekunden sind das. Bei dir würde man es halt sehen, wenn du synchronisieren kannst, dann beim nächsten Mal, wenn du reinkommst. Ja. Ja, das ist das Blöde. Es ist schade, dass der Multiplayer nicht so richtig funktioniert, wie er soll. Also ungefähr die Hälfte der Wände sind jetzt. Ja. Genau. Ah, gut. Ja, liebe Leute, dann werde überhaupt die Ansage gemacht. Egal. Schaut beim Intoxic rein, lasst ein Däumchen Abo da. Freut er sich auch wenn er es nicht zugibt. Ja, über Kommentare und ein Däumchen freue ich mich immer. Nee, und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Wie gesagt, jetzt so ein paar Synchronisierungsprobleme. Das geht schon mächtig los. Ja. Deswegen werde ich das hier jetzt offscreen, diesen Bauabschnitt fertig machen. Und dann hier gleich noch kurz aufs Auge, wie das Ding dann aussieht nach dem ersten Bauabschnitt. Ich denke, das wird was. Ja, davon gehe ich aus. Dann schauen wir am Wochenende halt mal, ob er sich wieder synchronisieren kann oder eben nicht. Und wenn nicht, habe ich noch eine Menge Arbeit vor mir. Ja, steht hier noch eine Palette Dachplatten bei dir? Wo? Hier? Ne. Da, wo ich jetzt stehe. Hier ist alles weg. Aber du stehst auf irgendwas drauf. Genau, ich stehe nämlich auf einer Palette Deckenelemente. Na, dann hat er bei dir schon länger nicht mehr synchronisiert. Ja. Da war es dann, da ist losgegangen. Ja. Nee, die sind alle weg. Das waren ja die, die wir betoniert haben. Ja. Hätte eigentlich alles weg sein müssen, nee, aber wie du ja unschwer erkennen kannst, stehe ich imaginär, also bei dir imaginär auf einer Deckenplattenpalette. Bei mir im Video siehst du es eindeutig. Genau, bei mir im Video wirst du sehen, dass du auf irgendwas Unsichtbarem stehst. Ja. Alles klar. Nee, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, dann die letzten beiden Boxen. Intoxic ist bereits aus. Wie gesagt, da auf jeden Fall mal bei ihm reinschauen. Einmal entsichern. Hier müssten noch zwei kleine Platten drin sein. Und dann kann ich die Boxen zurückgeben und dann schauen wir mal, ob er wieder reinkommt oder ob ihr dann noch weiterhin mit mir alleine vorlieb nehmen müsst. Schauen wir mal. Zwei Platten noch. Ist das richtig? Das ist richtig. Dann sollte beim nächsten Mal die Synchronisierung wieder stehen. Vielleicht noch die Baustelle ein bisschen aufräumen, die Maschinen aus der Mitte raus, keine Ahnung. Mal schauen.
müssen wir hier hin. Und die letzte. Dann haben wir 45 Platten insgesamt gestellt. Ihr habt ja gesehen, dass hier der Bodo hier auch noch auf dem Plattenstapel stand, der eigentlich gar nicht mehr da war, aber eben schon, bei mir nicht. Und so ein Problem kann halt bedeuten, okay, derjenige kommt dann beim nächsten Mal nicht wieder ins Spiel. Was natürlich eine blöde Sache ist. Deswegen habe ich diesen Bauabschnitt jetzt mal hier zu Ende gemacht. Aber es ist auch jetzt nicht so aufregend, zuzugucken, wie 45 Wandpaneele gestellt werden. So, hier rein. Oh, das ist aber spannend, wa? So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wie das hier aussieht. Also, jetzt ist es nur noch auspacken. Auspacken, auspacken, auspacken. Und dann sind wir mit dem Bauabschnitt fertig. Das müsste ich jetzt auch tatsächlich fertig machen. Damit er beim nächsten Mal reinkommt. So, erstmal den Transportrahmen zurückgeben, das Zeug weg. Dann packen wir das noch eben aus. Und dann haben wir es für dieses Mal geschafft, weil nur dann ist der Bauabschnitt fertig. Und dann wird die Synchronisation auch wieder funktionieren. Und ich fahre dann hinter den Kulissen noch die Baumaschinen entsprechend an die Seite. So, du noch. Ups. Mann, geh doch einfach da hoch. Was soll das denn jetzt, dieser Zirkus? So, wir haben ja gesehen, was dabei rumkommt, ne, mit seinem... Okay. So, wie komme ich denn da jetzt rein? Gar nicht. Treppe drin. Jo, da. Dreimal auspacken und dann ist dieser Bauabschnitt fertig. Und dann sollte es mit der Synchronisierung auch wieder funktionieren beim nächsten Mal. So, gucken wir mal. Ah ja, okay. Leichtbauwände. Hier nochmal ein Paket. Selbe, okay. Und das letzte hier hinten. Gut, der Bauabschnitt ist durch. Nichts Berauschendes mehr an dieser Stelle. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Wir gucken mal eben ganz kurz rein. Genau, das wäre dann jetzt das Dachgeschoss. Materiallieferung. Hier kommen auch wieder CLT-Wände und CLT-Decken tatsächlich. Oh, da ist aber nichts mehr zum Gießen dann tatsächlich dabei. Flachdachbau, Dachausbau und so weiter und so fort, genau. So, wir gucken mal eben. Jobs. Aktive Jobs, Angebote, Kampagne, DLC. Wir gucken mal eben, was wir dann noch machen müssen als nächstes. Ja, dann kommt noch der Eingangsbereich. Das ist das, was vorne gebaut wird. Und letztendlich der heilige Rasen. Gut. Was dann hier noch so passiert, kriegen wir zu sehen, weil irgendwie muss das ja hier auch noch zu. Das wird schon ganz witzig. Hier kommen noch ein paar Tribünen hin. Interessant. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Schaut beim Intoxic rein. Lasst ein Däumchen, lasst ein Abo da. Wer mag, kann den Kanal auch abonnieren. Dann könnt ihr diese Folgen immer schon, beziehungsweise könnt ihr insgesamt Folgen schon im Voraus sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin erstmal, ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin, tschüss.